So, hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ihr seht, die Haare sind länger, der Bart ist kürzer. Aber gut, ich ändere mir immer wieder ein bisschen, ja. Es ist immer so, mein Aussehen ändert sich, verändert sich halt, aber das soll jetzt nicht unser heutiges Thema sein, sondern das Thema soll heute sein Hunde, Appell an Hundehalter und auch das Thema Wölfe will ich ins Spiel bringen. Und zwar möchte ich euch mal Folgendes erzählen. Also es geht um folgenden Fall. Also ich erzähle mal, was passiert ist. Ich war vor einer Woche, oh, eineinhalb Wochen oder ja, ungefähr war ich im Wald spazieren. Da ist Folgendes passiert. Ich bin ganz normal gelaufen und denke gerade so, meine Gedanken waren gerade so, über die Wölfe in Deutschland habe ich mir so mal so einen Gedanken gemacht, was wäre jetzt, wenn es auch in dem Wald mir ein Wolf begegnen würde, ja. Und gerade in dem Moment, wo ich tatsächlich Gedanken gehabt habe, kommt tatsächlich ein Hund um die Ecke, also ein großer schwarzer Mischlingshund. Oh, Scheiße. Erstmal Angst, der bellt dann schon, ja. Hat auch sehr, sehr aggressiv gewirkt, ja. Und rannte dann sofort auf mich los, ja. Und da ich ja eh schon mal ein bisschen Angst habe vor Hunde, ja, bin ich natürlich erstmal zurückgeschreckt. Und der Hund ist dann immer weiter und immer näher auf mich zukommen. Dann habe ich gesagt, stopp, aus, ja, habe die Hand hingehalten. Und der hat dann trotzdem danach meine Hand gefasst. Und das Gute war, dass ich Angst gehabt habe. Also Angst ist nicht immer nur schlecht, das darf man nicht sagen. Also Angst hat auch noch was Positives, man reagiert schneller. Ja. Also was ist passiert? Ich habe falsch gemacht und habe den Hund voll auf die Nase geschlagen. Ja. Also ich habe das noch rechtzeitig hingekriegt. Der hat dann voll ins auf die Nase gekriegt. Ist dann erstmal weg, ja, hat dann aber weiter rumgetan und weitergebellt, dann hat er mich schon stecken genommen und hat mich groß gemacht, ja. Und irgendwann ist dann der Hundehalter dazukommen und hat dann gesagt, Arno aus, wie der auch geheißen hat, ja. Auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, jetzt nehmen wir jetzt mal den Hund, ja, sonst rufe ich die Polizei, weil das reicht jetzt langsam, ja. Also ich habe jetzt die Nase voll, ja. Ich war das schon von der Ecke, da kam schon der zweite Hund, der war aber ganz ruhig, das war also so auch so ein brauner Mischlingshund. Und ja, aber der war ganz okay, also der hat mir nichts gemacht, ja. Aber der schwarze Hund hat mich definitiv angegriffen und ich habe mich zur Wehr gesetzt, so erfolgreich. Ja gut, ich bin da jetzt sehr stolz drauf, dass ich jetzt den abgewehrt habe, aber ich sag, mei, ich sag mal so, ich bin froh, wenn sowas nicht passiert. Ja, also meine Nerven waren natürlich schon blank, ja. Gut, wie es ging es weiter? Der Hundehalter hat sich bei mir entschuldigt. Hat auch gesagt, dass der Hund Problemhund ist, dass er sehr schwierig ist, ja. Und okay, habe ich natürlich aber gesagt, aber bitte nehmen Sie den Hund doch bitte an Leine, ja. Also, weil das kann ich jetzt sagen, wenn das so eh schon Problemhund ist, ja, und so aggressiv ist, dann muss er natürlich an die Leine. Gut, okay, hat er akzeptiert, hat gesagt, ja, macht in Zukunft und so. Und ja, dann habe ich immer mal so meine Gedanken gemacht und dachte, okay, ich mache aber trotzdem über den Vorfall ein Video. Ja, ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich habe dann auch noch länger mit diesem Hundehalter dann noch gesprochen und so und habe noch erzählt, da haben wir natürlich auch Witze gerissen, habe gesagt, gerade denke ich über die Wölfe in Deutschland nach und dann kommt schon der Wolf um die Ecke, habe ich schon gesagt. Ja, aber irgendwie war ich schon meine Nerven blank und ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, man muss halt der Hund, da waren halt beide eine Meinung, ein Hund im Wald muss halt schon an der Leine sein, ja. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell an alle Hundehalter. Ich habe nichts gegen Hunde, ja. Vielleicht habe ich Angst vor Hunde, das ist schon, weil ich als Kind von Hunde gebissen worden bin. Aber das gab es auch mal ein Gerücht, dass ich was gegen Hunde habe, aber das ist Schwachsinn, ja. Ich habe sogar vor, mir einen Hund zuzulegen, um auch den Hundehalter zu überzeugen, dass es auch anders geht. Also, meiner Meinung nach ist einfach, also im Wald muss der Hund an der Leine sein. Ja, ich bin jetzt nicht für strenge Gesetze, ich bin ja auch der spirituelle Anarchist, ich halte nichts von Verbote, aber ich will einfach, dass die Leute von vornherein so vernünftig sind. Und wenn die Leute von vornherein überlegen würden, wie verhalte ich mich, schade ich jemanden, dann bräuchte es auch keine Gesetze und so und dann wären wir schon mal einen Schritt näher bei der Anarchie, beziehungsweise bei der Freiheit, Selbstverwirklichung des Menschen. Und ja, und dann, wie gesagt, und jetzt kommt ja noch dazu, ja, jetzt stellt euch mal vor, Hunde laufen frei rum ohne Leine und es gibt immer mehr Wölfe in Deutschland, ja. Was passiert dann? Also wenn so ein aggressiver Hund dann auf einen Rudel Wölfe trifft, ja,
wo dann womöglich schon die Scheu schon ein bisschen vor den Menschen verloren hat, dann Gnade, dann geht's ab, hey. Ja. Und die Wölfe, die Vorfahren vom Hund, ja, die genetischen Vorfahren, die haben noch ein bisschen anderes Gebiss, hallo, die machen den Hund platt, ja. Da geht's dann richtig ab, ja. Und der Mensch kann sich dann nur noch schützen, und das muss ja jetzt sein, ja. Also, was soll das? Also, deswegen mein Appell an die Hundehalter, bitte, im Wald, nehmt euren Hund an die Leine. Es wollen sich die Fahrradfahrer bedanken, es wollen sich die Jogger bedanken, die alten Leute, ja. Und es ist einfach sicher, ja. Und wenn ihr wollt, dass euer Hund mal frei rumlauft, da gibt es ja sogar Hunderennbahnen und sowas, gibt es ja auch schon in den Städten. Oder dann nimmst du meinetwegen einen Maulkorb, geht auf den Acker raus und lasst auch den Hund mal ordentlich rumrennen. Gerade, ich meine, gerade so bei so einem Problem muss man halt wirklich schauen, ja. Wenn es so ein kleiner Dackel ist oder ein kleiner Mops, da ist es egal, ja, da sage ich auch nichts. Aber bei so einem großen Mischlingshund und gerade so einer, wo aggressiv ist, Leute, wirklich, es ist immer wichtiger. Gerade jetzt, wo es immer mehr Wölfe gibt in Deutschland, ja. Und das ist ja auch so ein Thema, Wölfe, ja, aber der auch scharf diskutiert hat, der heiß diskutiert. Also Befürworter und Gegner gibt es ja schon zwei Lager. Also ich verfolge das, ich finde das ein ganz interessantes, ein ganz spannendes Thema. Ich selber bin so ein bisschen zwischendrin. Also ich sag mal so, Österreich war der Wolf schon immer da, ja, also war schon Vormensch da, er gehört zur Natur, ist ja von der göttlichen Schöpfung auch in der Natur vorgesehen, er reguliert den Wildbestand und so weiter. Auf der anderen Seite darf man die Gefahren nicht übersehen, ja, also es gibt einfach ein Restrisiko. Auskundetes Wolfsrudel, wo schon ein bisschen die Scheu vor Menschen verloren hat, trifft auf schwache Menschen, die im Wald jetzt gerade spazieren gehen, Kinder, alte Leute, die Angst haben, ja. Ist halt auch immer noch Restrisiko da, ja, und auch die Schäfer und so weiter, die wollen auch geschützt sein und ihre Schafe. Und es ist alles okay, also auf jeden Fall sag ich, Wolf im Prinzip ja, aber natürlich, ich sag halt ja, aber mit Sicherheit und mit Beschränkungen. Man muss einfach auch Schilde aufstellen, ja, und achtsam sein und auch die Schäfer müssen auch entschädigt werden oder beziehungsweise auch die Zäune, die müssen halt dann Zäune bauen, das muss halt dann auch der Staat halt übernehmen, muss man halt dann nochmal tief in die Staatskasse greifen. Ist halt so, ja, muss man halt machen, ja. Also sagen wir mal so, Wolf mit maximaler Sicherheit ist okay, ja. Und um die Sicherheit zu gewährleisten, es braucht ja nicht unbedingt immer Gesetze, Regeln und Verbote. Ich sag mal, Leute, legt euch das zu, wenn ihr im Wald spazieren geht. Das Pfefferspray könnt ihr einsetzen gegen Hunde, aber auch gegen Wölfe, ja. Wirkt genauso, warum ja auch nicht, hallo. Der Wolf hat die gleiche Nase wie der Hund, ja. Also wirklich, kauft ihr so ein Pfefferspray, ja. Nehmt eure Hunde an die Leine und passt auf eure Kinder auf und so. Und dann kann das auch gelingen, dann kann man auch weiterhin den Wald genießen und kann man auch weiterhin in Ruhe in den Wald spazieren gehen und so. Und ja, also das war jetzt einfach nur mal so mein Aufruf speziell an die Hundehalter, dass ihr da ein bisschen guckt, ob die Sicherheit ist. Jetzt mit den Wölfen umso wichtiger, ja. Und von dem her, die meisten Hundehalter sind ja vernünftig, also das will ich ja gar nichts sagen, nichts gegen Hundehalter, es ist immer nur eine kleine Minderheit, die einfach, sagen wir mal so, nicht achtsam ist, würde man zum Buddhismus sagen, also die unachtsam ist, ja. Und an denen möchte ich ein bisschen auch appellieren, es ist schon wirklich eine Minderheit. Das soll aber nicht heißen, dass nur weil es so wenige sind, dass man sagt, okay, das ist, macht ja nichts, sondern nee, jede Hundeattacke ist eine Attacke zu viel, ja. Also sollte man das nicht unterschätzen und kann Gefahren unterschätzen und ja, und deswegen wollte ich nochmal sagen, nochmal Appell an die Hunde halt ein bisschen schauer, ja. Okay, alles cool, ich habe nichts gegen Hunde, okay. Ja, das war's einmal soweit, also ich wünsche alles Gute und viel Spaß, wenn ihr auf eure Waldspaziergänge und wenn ihr joggen geht und wünsche alles Gute soweit. Okay, ciao.